Okay, Leute, weiter geht's in Pokémon Feuerrot. Ich muss da noch schnell den Camtasia-Sound wieder hochmachen, auch wenn er gleich wieder runter geht. Ist egal. Ja. Ich habe mir ein Abra gefangen und es auch gleich zu Kadabra weiterentwickelt bzw. trainiert. Ja, und Lukas wieder dabei, wie immer. Jo, du könntest jetzt doch eigentlich Mondstein einsetzen, oder? Was ist Level 23? Ah ja. Lernst du irgendwas noch? Warte. Irgendwas Gescheites. Sagen wir so. Es lernt auf Level 26 rechte Hand, 34 Furienschlag, 43 Schmeichler und 53 Hornbohrer. Also ich will es entwickeln. Wenn du Hornbohrer nicht willst. So, wir können zwar jetzt keinen Fuchtler mehr lernen, ist aber egal. Müssen wir dann eben mit Herzschuppe was weiß ich machen. Ja gut, Leute, tun wir es eben. Setzen wir den Mund schon an. Boom. Und Poison King entwickelt sich schon im vierten Part. Haben wir die Vollentwicklung eins unserer Teammitglieder. Und zwar ein fettes Nidoking. Fuck Audio. Der Wunsch an Poison King wurde zu Nidoking. Ja, deswegen habe ich es Poison King genannt, weil Nidoking Poison Gift. Ha! Ja, gut. Ja, also nochmal. Kadabra kann Konfusion, Teleport aussetzen und Psystrahl. Ich habe es noch bis Level 21 gebracht, dass es Psystrahl lernen kann. Das sind alle mindestens Level 21 und ja. Los geht's jetzt mit der zweiten Arena. So. Jetzt haben wir hier erstmal einen Trainer, beziehungsweise Schwimmer. Konstantin. Und los geht's. Mit Carrot Chop. Nochmal. Seepass besiegt. Muschus. Boom. Boom. Tot. Gut. Und noch eine Trainerin. Die hätten wir natürlich auslassen können, indem wir von der Seite zu Misty gegangen wären, aber ist egal. Ein Goldini. Walter war. Sehr schön. So, los geht's mit dem zweiten Regelkampf gegen Misty. Auch aus der Serie bekannt, natürlich. Und los geht's. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wer ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich einen Pokémon-Taktiker arbeiten. Auf welche Weise fängst du ein Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiv-Einsatz von Wasser-Pokémon. Ja, das wissen wir ja alle. Eigentlich erst schon in der ersten und in der zweiten Arena. Erste Arena Rocco. Und der schließt sich ihm dann an. Oder? Ja. Zweite Arena mit dir und die will ich ihm dann auch an. Zweite Arena weiß ich nicht. Ah ja, genau, zweite Arena. Gehört eigentlich ihren Schwestern. Gegen die kämpft er dann auch. Und die Misty trifft er schon früher. So, Sternduvel 18. Und also mit Karateschlag drauf. Und damit besiegen wir Pokémon Nummer 1. So, Starmie kommt jetzt rein. Aus einem Level Up für Punch. Ja, Starmie kommt jetzt rein. Starmie ist von Typ Psycho, deswegen tausche ich Punch lieber aus. Jetzt? Wasser Psycho. Okay. So. Also Psychstrahl. Level ist das? Das ist Stormy. Ja. Sie ist es nicht. Oh Gott, ja, komm, verletzt selber. Drecksviech, stirb doch. Er hört sich selber aber.
Mit einem Supertrank. Aquavelle, also komm. Probieren wir einfach mal Kratzfolie. Nein! Okay, das metzelt uns hier wirklich weg, aber. Los, Poison King! Boom! Poison Gang rettet uns hier den Hals. Und wir besiegen wir sie und halten den Quellorden. Das ist jetzt wirklich etwas weit runter. Komm. Ah, egal. Der Quellorden ist ein Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen, also auch getauschte. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Dein Pokémon kann jetzt der Schneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Beschützer hacken, um so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-DM. Ja, die ist nämlich Aquavelle. Fast Pokémon können diese Attacke lernen. Nee, echt? Gut. Das waren 6 Minuten. Die wenn, ich mal, wenn ich ein Wasser-Pokémon mein Team aufnehme, bringe ich es dir vielleicht vorher mal gucken. Ja. Unser fünftes Teammitglied wird vielleicht sogar diese TM brauchen. So. Ich mache einen Poison King nach vorne, weil das hat fast ein Level Up. So. So, dann zwar müssen wir jetzt. Ja, genau. Steht der Vollsitz nicht mehr hier. Natürlich, deswegen gehen wir hier rein. Sind wir doch im Team Alpha-Tipp, den Moloch-Tipp eingebrochen? So, und da ist er auch. Hey, da draußen, du hast ja nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Unschuldiger Passant. Unschuldiger Rocket Rüpel, ja klar. Boom. Und. Scheiße. Boom. Oh, der kann auch keine Konfusion. So. Und wir hatten Schaufler. Ist jetzt geschenkt, oder? Was ist? Muss ich den Typ jetzt zurückbringen? Nee. Ist unseres jetzt. Ganz unseres. Ja, was soll ich nach vorne machen? Ja, lass mal Freude kriegen, wenn wir so, hier kommen wir eben nur mit der Schneider weiter. Also ist hier runter. Foto 5. Und hier finden wir auch die Pokémon-Pension. Da wollen wir jetzt auch nicht hin. So, also. Hier rein. Zum Tunnelpfad. So, hier kann man Nidoran weiblich gegen Nidoran männlich tauschen. Ich auch nicht. So. Und Käfersammler mit Name Nelson. Ja, gut. Ja, okay, geht ja noch. Schnell. Wie soll ich Nidoking Schaufler beibringen für die Arena? Was kommt jetzt von der Arena? Elektro. Ja, doch, noch, mach. Dann hast du mir ein paar Bodenattacke auch. Ja, mach ich dann noch. Jetzt kommen wir erstmal hier. Kämpfe gegen Shiggy. Das ist Scheiße.
hat der Psychiater Gary dann, wenn du auf die MSN gehst, endlich einen Spinner. Ja. Glaube ich. Hoffe ich für ihn. Gut. Pikachu! Paralysiert uns die Drecksviech. Doch nicht. Gut. Das kann ich mal tauschen. Weiter Käfersammler. Bastian. Namen werden immer besser irgendwie. No. Smetbo. Tod. So. Natürlich scheiß Taubsi. Ein Taubsi und noch ein Taubsi. Und noch ein Trainer. Habitak. Und Radikal. Wann entwickelten sich das eigentlich? Ja. Radikal. Ach du meinst, aber die Radfratz entwickelt. Ja. So, und wir sind gekommen in Oranios City. Level 20. Cheeto. So, hier bekommen wir einen Kampf an. Und los, heilen wir uns schnell. Und ja, hier. Hier gibt's eine Angel. Wenn man die Chance ausgelassen hat, sich das Carpador zu kaufen, kann man es jetzt angeln. Aber ich habe keinen Bock auf Carpador. Hier haben wir noch den Pokémon Fanclub. Jetzt kommt jetzt Major Bob, oder nicht? Oh Mann, ich will keine scheiß Geschichte hören, Mann. So, gut, wir bekommen den Radcoupon. Damit kann man sich dann das 1 Million Pokédollar Fahrrad in der Tourist City holen. Denn in diesem 1 Spiel, Million Pokédollar Fahrrad. Denn in diesem Spiel kann man, oder in jedem Pokémon-Spiel eigentlich, kann man nicht mehr wie 999.999 Pokédollar kriegen. Ja, ich will mir das Fahrrad irgendwann später offscreen holen. Aber jetzt gerade hab ich keine Lust drauf. So, wir wollen uns nochmal. Obwohl eigentlich nichts passiert ist. Aber ja gut. Bevor wir auf die MSN gehen, gehen wir mal hier weiter. Hier ist erstmal Diktarwille. Und Trainer. Ist das, muss du jetzt nicht gegen Major Bob kämpfen? Hm? Muss du nicht gegen Major Bob kämpfen? Ja, in der Arena, halt später. Weil, um in die Arena zu kommen, brauche ich Zerschneider und das habe ich noch nicht. Das kriege ich erst auf dem Schiff. Dann kriegst du Zerschneider bei. Ahnung, ich fang mit Mao zu. Oder so. Mal gucken. Es ist Sundown. Zubat. Gut. Ich kann ihn nicht widerstehen. Gut. Ja, was?
Stoppel. Was überhaupt nicht bringt. Aber egal. Tauschen wir lieber. So. Hier wird noch wahr. Jetzt erstmal ein Traumatur. Könntest du anfangen, Schneider lernen? Weiß ich nicht. So, 22. Drecksviech. Mann. Bisher habe ich noch nie verloren. Aber jetzt wirst du verlieren. Spieler. 26. Superball. Ja gut. Hier finden wir noch ein Flugzeug. Ich habe noch nie gewonnen. Ha, geil. Der eine hat noch nie verloren, der andere hat noch nie gewonnen und er wird auch nicht gewinnen. Wie gesagt, er wird weiterhin nicht gewinnen. Drecksack. Vulpix. Gut, Marco. Hier ist auch einer. Handwirkung. Mechaniker ist wahrscheinlich noch in der Arena, oder? Glaub. Ninja Bob. Gut. Bob. Hier ist auch einer. Spieler Janis. Janis. Okay. Oh, schnell Level auf, komm. Irgendein wildes Rittern. Fang's doch auf, kannst du den Chefschneider lernen. Hat Rittern irgendwelche Arme, mit dem es zerschneiden kann? Mehr war ein Schweif. Nee, es kann auch Stärke lernen. Haha. So, schauen wir mal. Die können, glaube ich, keinen zerschneiden. So. Warte, ich guck mal nach. Ja, ich habe welche gefangen, weil ich brauche 10 Pokémon im Pokédex gefangen, um Blitz zu bekommen, das ich später brauche. Und ja, deswegen habe ich mir diese 3 noch gefangen. So, Leute, machen wir uns doch mal auf zu MSN. Ey, dein Horn, Leo kannst das Schneider lernen. Okay, gut. Aber wir brauchen halt erstmal den Schneider. So, wir sind auf MSN. Hier gibt's viele Kämpfe, wie zum Beispiel hier. Boom. Drecksack. So. Rein Vulcano. Dumme Musik, ey. Gentleman Otto.
Reflektor. Teleporter oder Aussetzer? Aussetzer. Oh, jetzt können wir nur noch Psycho attacken. So, hier können wir uns heilen. Wenn das nur nötig ist. Gut. Jetzt deutlich Zyxe. Na ja, komm, Psycho. Ja, yeah, hier kann man rennen, zum Glück. Ich bin kein Stuart, Alter. Gut. Was ein Kreuzfahrt ist doch so wundervoll. Fährt's Knuddelu. Niederrohren. Durchbruch, ja. Ich kann auch gleich mal unseren Nido King beibringen. Was hast du gefunden? Durchbruch. Nido King oder Glurak, ich weiß noch nicht. Mach Nido King. Soll ich Glurak als beibringen? Fliegen, Flammenwurf, Flohkanade und noch irgendwas. Mein Gott, hier ist aber kein Team Rocket auf dem Schiff. Spaß. In der Küche. Ist doch ein Super Bowl. Sonst nix. Mein Gott. Keiner weiß, was das ist. Nee, Spaß. So. Lol. Ja, tot. So. Und wir noch ein Gentleman. Pikachu. Ja, was Hype. Yes, Pikachu, ey. Sternenstaub. Können wir gut verkaufen. Natürlich kann er sie wieder vergessen. Ich muss halt nur zum Attackenvergesser gehen. Oh, noch eine Göre. Göre! Oh mein hässliches Pikachu, jetzt mal ein Psychstar. Mann, wieso ist das schneller? Ja, Genesung. Teleport kann weg. So. Ich kann Punch mal wieder rum. Aufgefallen, dass Gentlemen fast immer Vulcano haben. Ja. Da gibt es viele seltene Pokémon. So, wenn wir jetzt hier weitergehen, kämpfen wir. Müssen wir gleich gegen
Gary wieder kämpfen. Deswegen gehe ich nochmal heilen. Beziehungsweise hier hoch. Hier gibt's noch welche, die kämpfen. Boom. Boom. Natürlich, komm, treff. Ja, kämpft ihr noch? Ja, okay. Ja, Mann. Treib es doch nicht. Ja, kommt auch nicht. Ja. Okay, Leute, ich gehe mich kurz heilen. Und ja, also bis gleich. So, zurück. Wir haben unsere Pokémon geheilt. Jetzt geht's auch gleich weiter. Also hier. Wo wir gleich wieder auf Gary treffen. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Trotzdem hat man dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefunden. Es gibt eine richtige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Ja klar, 40 verschiedene Pokémon. Haben nur 4 im Team oder was? Ey, komm. Spaß. Ich hätte lieber eine Flugattacke eingesetzt. Tschüss. Ja, Nidoking, komm. Ich muss mal kurz Pause machen. Bis gleich. So, back. Kadabra kommt also rein. Hornattacke. Und ein Kill. Wie gesagt, Kadabra, oder nicht wie gesagt, ich sag's jetzt, Kadabra hat eine saumäßig schwache Verteidigung. Und er hat endlich ein Chillhook. Das ist weg, ich hätte ja eigentlich schon vor 4 Level haben müssen, aber... Nimm sein stärkstes Level 20, ey. Was? Oh, hässliches Schillock stirbt doch. Und der Rotika. Wo nimmt man denn das? Die Karte ist jetzt hier ran, kannst du rausspielen. Cheeto. Das entwickelt sich doch erst Level 20 eigentlich. Das eine entwickelt er zu früh, das andere zu spät. Ey, komm. Und damit haben wir Gary besiegt. Es ist angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den Alten besuchen. Ciao. Hau ab. Gehen wir halt hoch. Holen uns Zerschneider ab. Ups, Kids. Es geht mir gar nicht gut. Der seekrank wird. So, wer rubbel schrupp. Was ihr neben dem Rücken? Ich danke dir, es geht mir viel besser. Könntest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Gut. Komm, Zerschneider. Und jetzt kannst du MSN wieder verlassen. Das heißt eigentlich ist MS. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich fange mir trotzdem noch mal einen Mauzi, weil... Mauzi kann Zerschneider und Blitz lernen. B
Blitz brauche ich noch später. Hornliu kann kein Blitz lernen, oder? Guck mal, was? Hornliu kann kein Blitz lernen, oder? Nee. Ey, guck mal, das Schiff ist so klein, gell? Und wenn du aber an Bord gehst, ist es so gigantisch. Was? Ich weiß. So. Ich denke, das war's mal für diesen Part, oder, Leute? 30 Minuten, ja. So. Ja, ich will mir noch einen Mauzi fangen, das gibt's auf der Route da. Auf der da vorne. Hier. Route 6. Dann werde ich Nidoking noch Schaufler beibringen, das ist wahrscheinlich erst im nächsten Part. Und dann geht's. Ja, und Durchbruch. Und dann geht's auch weiter mit der dritten Arena. Ninja Bob. Und. Ja, also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Go.